Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Go Fish klingt irgendwie wie eine nettere Version von Gescheißen, oder? Vor allem nach einem Sharknado wäre das eine tolle Sache, den ungeliebten Leuten sagen, ja, ja, geh einfach angeln, schau mal, was passiert, geh auf der Hauptstraße spielen, ist mir doch alles wurscht. Aber tatsächlich wird vielen Leuten vielleicht mein Intro zu diesem Video nicht wurscht sein, weil die sich vielleicht erwarten, bei diesem anspruchsvollen und künstlerisch wertvollen Film auch eine YouTube-Besprechung zu finden, die diesem Film gerecht werden kann. Dafür seid ihr an der falschen Stelle. Wir haben es hier nämlich tatsächlich mit einem Film zu tun, der als mittlerweile Spy Nummer 7 des amerikanischen Vinegar Syndrome Sublabel Cinematograph veröffentlicht wurde und das ganz einfach nach einer Vielzahl von, wie ich finde, greifbaren Titeln aus dem Universum. Ich sage jetzt einfach nur Filme wie Last Embrace, Dangerous Game, Red Rock West oder Little Darlings zum ersten Mal dann doch wirklich sehr explizit in das Arthouse Cinema Einzug hält, vor allem ins Queer Arthouse Cinema. Dabei handelt es sich um einen romantischen Film aus dem Jahr 1994 von Rose Trosch, der als deutsche DVD von Salzgeber veröffentlicht wurde im September 2015. Dafür tatsächlich auch eine deutsche Synchro bekommen hat, aber es handelt sich zum Beispiel um einen Schwarz-Weiß-Film, der nämlich auch sehr gerne in Real Vision, also quasi Guerilla-Style Found Footage, Wackelkamera, wenn ich das richtig übersetze, quasi das Leben von einzelnen Leuten chronologisieren und katalogisieren soll. Wir bekommen hier auch ein interessant gestaltetes Frontcover-Artwork in einem Stil, mit dem ich persönlich rein gar nichts anfangen kann. Dabei erfährt man übrigens, dass obwohl laut IMDb das Negativformat 35mm war, dass der Film auf 16mm gedreht wurde und jetzt aber eben für seinen 30. Geburtstag in 4K restauriert wurde. Wobei in diesem Fall durchaus nachvollziehbar ist, dass Cinematograph bei diesem Titel auch keine 4K UHD angefertigt hat, weil, also mich wundert das sehr, weil wenn Vinegar Syndrome was veröffentlicht, dann kaufen das normalerweise viele Leute, aber in so einem Fall hätte ich fast geglaubt, dass ich aus Komplettierungsgründen einer von 10 Leuten bin, der sowas kauft, aber vielleicht sind es 10 Leute, die es freiwillig kaufen. Naja, nein, ich glaube, dass das hier gar nicht der Grund ist, sondern dass halt eben 16mm Filmmaterial nativ in Wirklichkeit nur schön bis zur Blu-ray-Größe wirklich aufzulösen ist und alles, was darüber hinausgeht, dann schon quasi Blow-Up-Charakter hat und nicht mehr ganz so schön flüssig aussieht. Was übrigens auch nicht so ganz schön aussieht, ist die Tatsache, dass Cinematograph auch bei ihrem 9. Release immer noch diese Klebepunkte verwendet bei den Veröffentlichungen, die einfach so gut wie unmöglich abzubekommen sind. Ich habe jetzt wirklich schon fast eine Minute gebraucht, um hier dran zu zupfen, habe es auch tatsächlich geschafft, die obere Schicht von diesem Klebepunkt hier runter zum Zupfen. Also ist das Ganze wirklich ein Graus. Außerdem ist es ein Graus. Gut, für die Leute, die den Film so wie ich nur aus Komplettierungsgründen kaufen, ist das ja nicht allzu schade, dass es sich um eine Region Code A Blu-ray handelt, die demnach in regulären deutschen Blu-ray-Spielern gar nicht abspielbar ist. Aber es gibt hier eine Menge an neuem Bonusmaterial, wie eben beispielsweise ein neu eingesprochener Audiokommentar von Rose Trosch eben. Aber wir sollten vielleicht einmal zum Artwork kommen. Das zeigt uns hier auf dem Frontcover, wo ich ebenfalls diesen extrem rabiaten Sticker irgendwie runterbringen muss. Am besten nämlich so flach wie möglich. Dann reißt man nicht am Cover herum. Hier auf jeden Fall ein sehr grober, comichafter Stil, wie das Ganze hier gezeichnet wurde. Außerdem finde ich tatsächlich Fingernägel schneiden eine der romantischsten Gesten ever, die man natürlich auch definitiv auf das Frontcover von einem Filmplakat oder Filmvorübringen muss. Dazu finde ich dann allerdings so diese
Gesichterauswahl auf dem Backcover, die finde ich eigentlich recht cool und die passt auch irgendwie ganz nett in diesen Comic-Stil, aber das hier ist irgendwie alles andere als irgendwas, das mir zusagt. Da bin ich tatsächlich im Gegensatz zu allen anderen Cinematograph-Vorstellungen, wo ich das Ganze mit ein bisschen einem faden Beigeschmack gesagt habe, ich gar nicht mal so traurig, dass das eigentliche Mediabook, das hier in dieser Hülle drinnen ist, mit Ausnahme von dem Titelschriftzug überhaupt kein Design auf. Aufweist. Wenn ich die Alternative kenne, dann weiß ich auch, wann ich mich mit etwas zufrieden geben kann. Im Inneren bekommen wir dann hier auf der rechten Seite die Blu-ray mit dem Film, beziehungsweise ist hier links dann auch ein Booklet eingearbeitet, das uns auf der einen Seite natürlich, da mag ich so diesen Rahmen. Gut, das ist natürlich ein alternatives Plakatmotiv zu diesem Film. Das muss ich wirklich sagen, glaube ich, in meine Top 10 der hässlichsten Filmplakate aller Zeiten aufgenommen werden muss, weil abgesehen davon, dass es wirklich sauschier ist, ist es dann auch noch verzerrt. Also das ist wirklich ekelhaft, bist du deppert. Dazu gibt es dann hier natürlich auch noch andere Plakatmotive, Szenenbilder, beziehungsweise natürlich auch Essays, die zu diesem Film verfasst wurden, passend zum Release jetzt von Cinematograph. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist ein Release, der in meinem Regal genau steht, aus Komplettierungsgründen, so quasi Strike 1 für die Cinematograph-Reihe. Wenn sie ähnliche Titel öfter bringen, dann wird es sehr bald auch hier dazu übergehen, dass ich meinen Komplettierungswahn ablege, weil das ist nicht mein Film. Aber vielleicht eben noch interessant, was es da mit den technischen Details auf sich hat. Wie gesagt, Booklet auf jeden Fall schön gestaltet, netter Release im klassischen Mediabook im stabilen Schuber, aber zu einem Film, der nicht meinem Wahlprogramm entspricht, mit Artwork, das ich nicht besonders schön finde. Ein klassischer Fall von, ja gut, ich hab's jetzt offiziell hinter mir und muss nie wieder drüber reden.